Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, 9 Uhr. Zapfig kalt ist es hier im Finchgau. Und was machen wir heute? Wir fahren heute mal auf Stilfserjoch hoch. Das sind jetzt grobe 30, 35 Kilometer halbwegs flach bis nach Prat. Dann von Prat geht es dann hoch auf der wunderschönen und schönsten, wahrscheinlich schönsten Seite. Hoch aufs Stilfserjoch auf 2747, glaube ich, sind es Höhenmeter. 48 Kehren, ein Schmankerl, ein Traum. Und dann von da oben geht es einfach wieder retour. Eventuell über die Schweiz, vielleicht aber auch nicht. Genau. Lasst euch mal überraschen, wie es da oben ausschaut. Wir lassen uns auch überraschen. Ich finde Dario, mein Bruder, ist das erste Mal, dass er mit einem Rennrad den Berg hochfährt. Morgen. Das erste Mal, dass er mit dem Rennrad den Berg hinauffährt. Bisher immer nur mit dem Mountainbike. Bin mal gespannt, wie er damit klarkommt, dass er nicht so viel kleine Gänge zur Verfügung hat. Ja, der Dario ist gestern mit dem Zug von München nach Bozen zu mir gekommen. Und das freut mich jetzt sehr, dass wir jetzt ein paar Tage haben, wo wir einfach ein bisschen eine Mischung aus Sandeln und ein bisschen Sporteln betreiben können. Jawohl! Dann geht's doch jetzt gleich mal los. Wir sind gerade auf Höhe von der Twins. Und viel Spaß euch. Und auch viel Spaß uns, wünsche ich durchaus auch. Ein paar Tage vor dieser Tour bin ich vom Bodensee über den Splügenpass, den Comersee, diverse andere Pässe ins Finchgau geradelt. Wenn ihr Bock habt, euch das anzuschauen, dann klickt mal das Video an, was ich euch jetzt da oben verlinke. Da ist dann auch noch die Heimfahrt dabei. Da bin ich mit dem Dario vom Finchgau über den Reschenpass nach Mittenwald geradelt. Und ja, ich glaube, es ist lohnenswert, ein bisschen längerer Film, aber dafür mit ganz toller Landschaft und wirklich wunderschönen Bildern von insbesondere dem Splügenpass. Und ach, war das nicht alles geil. Genau, dieser Verweis, das da dabei soll es bleiben. Und jetzt noch, falls ihr Fragen zur Ausrüstung habt, zum Radl, zur Kleidung oder zur Route, schaut in die Videobeschreibung rein, da findet ihr fast alles. Sogar inklusive von 1, 2, 3 Rabattcodes, die ich mittlerweile auch habe, ich alter Influencer. So, und jetzt geht's los, wir sind auf Höhe Castelbell. Hey Dario, bist du happy? Was? Happy, happy, happy? Ja. Happy, 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 happy. Wie geht das Lied weiter? Mach du mal. Er ist sehr glücklich gerade. Wir sind jetzt kurz vor Prat und es wird wieder kalt. Die Sonne scheint nicht mehr und in Prat geht es dann rauf. Und zwar da hoch. Genau da, wo jetzt der Baum ist. Seht ihr es? Seht ihr es? Genau, wo der Baum jetzt ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie oft ich da jetzt oben war. Ich glaube nur einmal bin ich von München da hochgeradelt. Und war irgendwie ein bisschen zu schnell, habe mich verkalkuliert und musste deshalb in den Reschen oben die Nacht in der Bankfiliale verbringen. Weil ich zu schnell war, ich dachte, ich würde länger brauchen. Naja, da habe ich halt 3 Stunden in der Bankfiliale geschlafen. So, wir sind jetzt genau um 11 Uhr von Prat los. Und jetzt geht's hoch. 1900 Höhenmeter und 48 Kehren. Mega. Es kurbelt sich gerade ganz gut. Ich denke, wir pendeln uns jetzt so die nächsten Kilometer gescheit ein, so ein gutes Tempo haben und dann ist alles okay. Der Dario hat gerade gefragt, ob den Gang, den er jetzt drin hat, ob das schon der kleinste ist. Welcome to the Rennrad Life.
Jetzt, wenn der Wald beginnt, haben wir natürlich deutlich weniger Sonne. Aber der Rioteles, das könnten wir ausgleichen, indem du mal ein Stück Schokolade aus deiner Tasche rausholst. Tutto per me. Grazie. Non plus ultra. Sieht man sowas alle Tage? Ich glaube nicht. Und da sind auch Gletscher. Perfekten Bedingungen hier heute. Es macht so mega Spaß. Schaut euch das mal an. Oh. Da geht's rauf. Und so richtig lang haben wir es gar nicht mehr. Aber malen wir mal den Teufel nicht an die Wand. Und genießen, es ist absolut ruhig. Ich habe vorhin mal einen Dario gefragt, was er meint, wie viele Autos uns überholt haben, und wir vermuten so 30 auf der gesamten Strecke bisher. Also nichts, es ist absolut ruhig. Da kommt ein Auto, ein kleiner Exot, wirklich sehr schön. Fahrradfahrer haben wir noch nicht einen einzigen gesehen. Schauen wir noch mal ins Panorama rein. Thank you.
Und ganz da unten kommen wir. Und wir haben es geschafft. Es war mega geil. Mega, mega geil. Ja, Schluss mit der Blödelei. Jetzt geht's an die Substanz. Es gibt Happy Happy. Da oben gibt's einige Restaurants und wir haben uns dann halt eins ausgesucht. Ich habe mir ein relativ einfaches Hüttenessen, Polenta mit Käse geholt. Der Dario hat sich noch eine kleine Fleischeinlage zusätzlich gegönnt. Kann ja nicht schaden bei dem dürren Heiterer. Ja, und so haben wir da oben die Sonne genossen. Da saßen wir bestimmt 1,5 oder 2 Stunden, bis es dann wieder runterging. Vor allem, wenn man gleichzeitig einatmet, dann hat man den Alk sofort in der Lunge. Das ist aber auf jeden Fall besser als der gestern. Der Krieger ganz hart, du. Der gestern war heftig. Da in dem Eck war ich auch noch nie. Bin ja auch noch nie runtergefahren. Ist ein mega geiler Tag, wirklich. Der absolute Hammer. Ah, ja. Für alle, die noch nie auf dem Stilfserjoch waren, das ist diese perverse Landschaft, weshalb da jedes Jahr unfassbar viele Radler hochradeln. Aber es sind nicht nur Radler, sondern natürlich auch Autofahrer, Mopedfahrer und so weiter und so fort. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr das machen wollt mit dem Stilfserjoch und ihr den Luxus habt, dass ihr euch den Zeitpunkt ein bisschen aussuchen könnt, dann schaut, dass ihr irgendwie antizyklisch fahrt, schaut, dass ihr möglichst früh loskommt und dann seid ihr nämlich schon oben, wenn dann die ganzen Kolonnen anfahren. Schaut, dass ihr irgendwie vielleicht nicht in der Hauptsaison fahrt, sondern sowas wie im Herbst. Ihr seht ja, es ist wirklich nichts los und dann habt ihr einen wunderbaren, ganz, ganz tollen Tag. Und mit Erinnerungen vor allem, die euch mit Sicherheit sehr, sehr lange erhalten bleiben, weil das erlebt man nicht jeden Tag, dass man irgendwie auf 2700 Höhenmeter hochradelt. Kleidungstechnisch bedenkt, wenn ihr im Sommer da hochfahrt, herrscht da oben in Anführungsstrichen Frühling, es kann sein, dass es total kalt ist und wenn ihr im Herbst da hochfahrt, kann es sein, dass da oben halt einfach Winter ist. Also passt euch dementsprechend an. Ein Hardshell gegen den Wind und irgendwie ein Fleecepulli oder so darunter, dazu noch ein bisschen gescheite Handschuhe und dann glaube ich, sollte dem Vergnügen nichts mehr im Wege stehen. Ist das immer noch so schön, das Kastell?